So, ich komme noch mal wieder. Ich habe nur einmal links rüber gestrickt. Dankeschön für eure Kommentare. Und ich habe noch eine Stunde Zeit. Und dann nehme ich euch gerne wieder mit. Erste heben wir ab. Jetzt brauchen wir wieder eine Zunahme. Da stricke ich aus dem Rand eine raus. Und habe dann 1, 2, 3 neue Maschen für unsere nächste Muschel. Umschlag. Jetzt seht ihr hier 3 neue. Das heißt, die erste rechts verschränken. Eine rechts verschränken. Ein Umschlag. Vor der Raglandlinie schaffe ich keine 9. Ich habe 1, 2. Ich mache einen Umschlag und davor habe ich auch einen Umschlag gemacht. Also Raglandlinie. Dann die Raglandlinie, 2 linke. Nach der Raglandlinie ein Umschlag. Jetzt schaue ich, hier sind 3, hier sind erst 2. Also Umschlag, 2 rechte Maschen. Wenn es 3 sind, dann bildet sich eine neue Muschel. Diese 3, ein Umschlag, eine rechts verschränken, eine rechte, eine rechts verschränken. Da bildet sich unsere neue Muschel. Hier sind 3, die schließen wir zusammen. Umschlag, 1, 2, abheben. Dritte Masche stricken und 2 Maschen drüber ziehen. Die ganze Muschel entsteht in nur 3 Reihen. Ist ganz, ganz einfach. Aber ich nehme euch immer wieder mit. Raglandlinie ist drin. So lange, bis Kommentare kommen. Bärbel, jetzt habe ich es. Jetzt habe ich es. So, Umschlag. Eine rechts verschränken. Eine rechte. Eine rechts verschränken. Ein Umschlag. Eine Muschel kann ich noch machen. 2 Maschen abheben. Die dritte stricken. 2 Maschen drüber ziehen. Ein Umschlag. Eine rechts verschränken. Eine rechte. Eine rechts verschränken. Ein Umschlag. Ich bin von meiner Raglandlinie. Umschlag ist gemacht. 2 linke Maschen. Ein Umschlag. Hier gucken. Da ist meine Muschel. Hier sind meine 3 Maschen. Also, eine rechts stricken. Ein Umschlag. Die Maschen stricke ich zusammen. Und hier kommen neue. Das heißt, eine verschränken, eine rechte, eine verschränken, eine rechte, also 3. Und darunter war eine Muschel. Und hier ist jetzt wieder die neue Muschel. Ich hoffe, das Bild ist gut. Jetzt nehme ich noch ein bisschen Sonne drin. Jetzt wieder. Da seht ihr 3 Maschen. Die machen wir wieder zusammen. Umschlag, immer dran denken. 2 abheben, eine rechts stricken, die beiden drüber ziehen. Ein Umschlag. Hier kommen neue 3, eine rechts verschränken. Eine rechte und diese rechte muss immer über die letzte Muschel liegen. Eine rechte, eine rechts verschränken. Meine neuen 3, die in der nächsten Runde
schon wieder zusammengenommen werden, wie ich das jetzt mache. Ein Umschlag, zwei abheben. Zwei abheben, die dritte stricken, die beiden drüber ziehen. Ich denke, das ist gut. Die Sonne scheint hier noch ein bisschen rein. Ich versuche mal ein bisschen höher. Ja, gucken. Umschlag. Eine rechts verschränken. Eine rechte. Eine rechts verschränken. Umschlag. Hier sind wieder meine drei. Immer abwechselnd. Eins, zwei abheben, die dritte stricken und die beiden drüber ziehen. Ein Umschlag, rechts verschränkt. Eine rechte. Eine rechts verschränkt. Ein Umschlag. Eine Muschel schließen, zwei abheben. Eine rechte, zwei Maschen drüber ziehen. Muschel ist fertig. Ein Umschlag, eine rechts verschränkt, eine rechte, eine rechts verschränkt. Umschlag. Hier sind wieder drei. Zwei abheben, die rechte stricken und die beiden drüber ziehen. Ein Umschlag. Eine rechts verschränkt, eine rechts stricken, eine rechts verschränkt. Ein Umschlag. Kommt wieder schließen. Zwei abheben, eine rechte, die beiden drüber ziehen. Ein Umschlag, rechts verschränkt, eine rechte, eine rechts verschränkt, ein Umschlag, zwei abheben, eine rechte, die beiden drüber ziehen. Ein Umschlag und gucken, wo sind meine Linksmaschen, müssten bald kommen, da kommen sie. Das heißt, hier kommt eine neue Masche. Die stricke ich einfach rechts, davor habe ich einen Umschlag gemacht. Die stricke ich jetzt rechts und mache gleich noch einen Umschlag für meine Raglanlinie. Stricke meine beiden linken Maschen. Nach den beiden stricke ich sofort wieder einen Umschlag. Jetzt muss ich wieder gucken, wo sind meine drei? Man sieht das. Da sind die zusammen abgemaschten, das heißt, die und die bilden wieder meine drei. Die muss ich zusammenführen. Eins, zwei abnehmen. Dritte stricken. Die beiden drüber ziehen. Umschlag. Hier sind drei kleine. Also erst einmal drüber. Eine verschränkt. Eine rechts. Eine verschränkt. Ein Umschlag. Zwei abheben. Eins, zwei. Die dritte stricken. Die zwei drüber ziehen. Ein Umschlag. Eine rechts verschränkt. Eine rechte. Eine rechts verschränkt. Ein Umschlag. Gucken, ob ich vor der Raglanlinie noch eine machen kann? Ja, machen muss. Sonst wird sie zu groß. Das heißt, wieder zwei abnehmen. Eine stricken. Die beiden abgehobenen drüber ziehen. Muschel ist fertig. Ein Umschlag. Hier seht ihr noch drei alleine. Heißt, eine rechte verschränkt. Eine rechte. Eine rechts verschränkt und Umschlag für die Raglanlinie.
zwei linke, Umschlag, da kommt die Muschel hin, heißt, eine rechte habe ich noch übrig, ein Umschlag, zwei abheben, eine rechte stricken, Muschel ist fertig. Ein Umschlag. Hier vorne wollte ich eine zunehmen. Das heißt, den Umschlag habe ich gemacht für die Muschel. Jetzt stricke ich noch eine rechts. Da kommt meine Schräge hin. Also brauche ich hier keine mehr rausziehen. Ein Umschlag. Habe jetzt eine Verdopplung gemacht. Stricke jetzt meine letzten Maschen ab. Und so bildet sich das Muster, mein V-Ausschnitt, meine Zunahmen und wir zählen in der Rückreihe mal alle Maschen. Ich bin schon gefragt worden, welche Größe. Es ist ja variabel und da müsst ihr halt eben gucken mit dem Maschenanschlag. Ich habe ja Nadelstärke 4. Habt ihr eine kleinere Nadel mit Nadelstärke 3 oder 3,5, dann braucht ihr mehr Maschen. Wie viel das dann sind, das weiß ich nicht. Das müsst ihr für euch selber gucken und ausprobieren. Ich schreibe ja keine Anleitung. Ich mache ja alles erste Linie für mich. Ich probiere das jetzt an, ziehe das hier so rum und gucke, was habe ich gemacht. Und dann gucke ich auch, bin ich mit dem, was ich mache, zufrieden? Ja, das bin ich. Und so mache ich jetzt auch einfach dann weiter. Aber ich verspreche euch, ich hole euch hier bis unterm Arm immer mit. So, das mache ich nicht alleine. Jetzt habe ich Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit. Mein Mann ist zum Flugplatz und da habe ich gesagt, dann kann ich euch ja noch mal eben einmal mitnehmen. Und es macht mir schon wieder so viel Spaß, dass ich denke, Bärbel bleibt noch mal dran. Ich zähle jetzt mit euch das, was sich hier vorne schon ergeben hat. Wir zählen die linken Maschen. So seht ihr auch von den Maschen, die wir angeschlagen haben, was sich das schon getan hat. Und wenn ihr diese Breite haben wollt von eurem Anschlag, dass ihr sagt, oh, das ist eine schöne Länge, dann nehmt ihr einfach jetzt diese Maschenanzahl, die ich jetzt habe. Die erste heben wir ab. Ich habe jetzt hier vorne schon, ihr wisst, wir sind mit 3 angefangen, mit einer Randmasche, also mit 4 Maschen. Ich habe jetzt hier schon die Randmasche, dann habe ich schon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dann habe ich meine 2 rechten. Jetzt kommt der Arm. Da hatten wir 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Und das ist meine erste, zweite, dritte Reihe. Also muss ich 6 Maschen schon dazu haben. Also 18, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sind schon da und die Raglandlinie habe schon eine mehr. 19 habe ich da schon. Jetzt Raglandlinie, 2 rechte, Rückenteil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, na, ganzen Faden mitnehmen, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 war mein Anfang. Hier habe ich jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 für die 3 Reihen und schon eine mehr. Eine und den Umschlag, also 2 schon mehr wegen den Zunahmen. Und weil ich immer nach den 3 Muscheln einen Umschlag mache. 1, 2, hier habe ich für den anderen Arm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, meine 12. Hier muss ich jetzt genau wie andere Seite 7 haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 habe ich nicht. Ich habe 8. Das macht aber nichts, weil sich immer 3 neue Maschen, also wegen einer Masche mehr oder weniger. Hauptsache, wir werden weit und Hauptsache, wir haben hier vorne immer wieder neue 3 Maschen. Jetzt weiß ich, aha, Baby, eine Masche ist jetzt über, im Rückenteil sogar 2. Es ist nicht tragisch, es ist nicht schlimm. Einfach weitermachen. 2 Maschen rechts, nicht dann sofort aufgeben. Deswegen kann ich auch keine Anleitung schreiben, Anleitung machen, weil ich mache einfach, ich stricke einfach. Ist natürlich für die, die immer Anleitung nach Anleitung stricken, sehr schwierig. Aber ich finde Stricken einfach mit Gefühl. Hier vorne wieder zählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und die Randmasche. Genauso viel wie andere Seite. Wenn da jetzt eine mehr ist, ist überhaupt nicht schlimm. Hier vorne mache ich diesmal keine Zunahme, weil es soll ja langsam werden. Einmal mache ich noch alle 4 rein. Und ich nehme euch noch einmal mit. Und je mehr man gestrickt hat, je besser kann man das sehen. Ich hoffe, das blendet nicht das Bild. Hier habe ich die 3. Da mache ich die Muschel zusammen. Hier mache ich eine rechts verschränkt. Eine rechts verschränkt. Da sind wieder meine 3. Die mache ich zusammen. Eine rechts verschränkt. Eine rechte, die immer auf der Vorrunde, wo ich zusammen gemacht habe, liegen muss. Ja,
So ist dann die Muschel. Die Muschel entsteht immer durch drei Maschen. Und je mehr ich nachher hin bin, je besser kann man das sehen. So, die erste heben wir wieder ab. Jetzt stricke ich meine Maschen bis dorthin, wo ich eine Muschel machen muss. Da muss ich eine machen. Das sehe ich schon. Die drei. Und die drei bilden sich jetzt neu. Das heißt, da stricke ich jetzt eine. Und weil ich die ja noch neu machen muss, nehme ich jetzt keinen Umschlag, sonst läuft mir das. Doch, ich nehme Umschlag. Das mache ich einfach. Die drei zusammen. Oh, ich will euch auch nicht durcheinander bringen. Also, ich mache davon jetzt keinen Umschlag. Ich stricke, bis ich die zusammen machen kann. Warte mal, die muss ich rechts verschränken. Verschränken, wer bin ich? Rechts verschränkt, eine rechte und noch eine rechts verschränkt. Ein Umschlag, weil da kommen zwei Maschen ja weg. Und da entscheide ich, da habe ich es jetzt zugemacht hier vorne, sonst hätte ich da ein Loch, deswegen ist alles gut so. Und gleich kommt die Muschel zusammen, dann muss da ein Umschlag hin. So, ein Umschlag. Ihr seht das ganz variabel. Ich hoffe, ich kann euch das näher bringen. Sonst, ich habe noch ein Video schon gemacht mit der Muschel. Da wird es ganz dicht gezeigt, dass das Video mit Helga und Bärbel, da haben wir ja auch die Muschel gemacht. Und da haben wir die Kamera auf die Muschel gezeigt. Vielleicht könnt ihr euch das Video nochmal angucken. Da ist es schon einmal ganz dicht gezeigt. Ich mache jetzt hier noch weiter. So, die beiden wieder abheben. Die dritte wieder stricken. Und die beiden drüber ziehen. Ein Umschlag. Da seht ihr wieder die drei. Rechte Masche verschränken. Eine rechte verschränken. Ein Umschlag. Nachdem ich das gemacht habe, kommt hier schon meine Radlandlinie. Das heißt Umschlag, eine rechte, dann Umschlag, zwei linke. Immer vor den zwei linken. Ein Umschlag und danach auch ein Umschlag. Wieder anschauen. Das sind meine drei, die zusammengehören. Das sind meine drei, die sich neu ergeben. Die drei, die drei. Da habe ich noch eine alleine. Und wenn die alleine sind, macht ihr keinen Umschlag, sonst kriegen wir zu viele Maschen. Die alleine sind, strickt ihr rechts verschränkt, rechts verschränkt. Jetzt aber Umschlag, zwei abheben, eine rechte, die beiden drüber ziehen. Immer einen Umschlag machen, nach der Radlandlinie und wenn wir eine Muschel geschlossen haben. Hier war sie erst offen, kein Umschlag machen, sonst kriegen wir zu viele Maschen wie eben. Und das habe ich jetzt im Kopf, also dran denken. Nur wenn die Muschel geschlossen wird, vorher ein Umschlag und nach einem Umschlag, sonst haben wir hier zu viele Zunahmen. Jetzt ein Umschlag, eine rechts verschränken, eine rechts verschränkt. Ein Umschlag, zwei abheben, eine rechts, zwei drüber ziehen. Ein Umschlag, eine rechts verschränkt,
Eine rechte, eine rechts verschränkt. Jetzt bin ich ein Umschlag, zwei abheben, eine rechte, zwei zusammenstricken und danach kommt ein Umschlag. Auch hier, seht ihr das? Jetzt habe ich eine Muschel geschlossen. Jetzt muss ich den Umschlag machen, sonst fehlt mir eine Masche. Ein Umschlag. Dann habe ich hier eine neue Masche, eine rechte, bin vor der Radlandlinie, Umschlag. Zwei Maschen links, meine Radlandlinie, davor ein Umschlag, danach ein Umschlag. Hier kommen drei neue, da wird eine geschlossen, drei neue. Drei neue, eine rechts verschränkt, eine rechte. Eine rechts verschränkt, ein Umschlag, zwei abheben, eine rechte stricken, die beiden drüber ziehen. Ich hoffe, das Bild war besser. Ein Umschlag, eine rechts verschränkt, eine rechts verschränkt, ein Umschlag, zwei abheben, eine rechte, die beiden drüber ziehen. Ein Umschlag, rechts verschränkt, rechte, rechts verschränkt. Umschlag, zwei abheben, eine rechte, beiden drüber ziehen. Muschel ist fertig. Alle Fäden mitnehmen. Umschlag, rechts verschränkt, rechts, rechts verschränkt. Umschlag, zwei abheben. Rechte, zwei Maschen drüber ziehen, Umschlag, rechts verschränkt, rechte, rechts verschränkt, Umschlag, eins, zwei, abheben, dritte stricken, die beiden drüber ziehen. Umschlag, rechts verschränkt, rechte, rechts verschränkt, Umschlag, zwei abheben, rechte, Umschlag, rechts verschränkt, rechte, rechts verschränkt, Umschlag, zwei abheben, rechte, drüber ziehen, Umschlag, rechts verschränkt, rechte, rechts verschränkt, gucken, hier kommen meine beiden linken, also passt hier keins mehr rein, kein Umschlag machen, eins, zwei, Umschlag, zwei linke, Umschlag, hier sind schon drei neue. Eins, zwei, drei. Die drei können wieder als Muschel zusammen. Das heißt, die erste verschränke ich, die nächste stricke ich und verschränken. Neue Muschel, die gleich wieder abgemascht werden kann, so wie diese jetzt.
Umschlag, 2 abziehen. Eine stricken, die beiden abgenommenen drüber ziehen. Muschel ist fertig. Eine neue gebildet, eine fertig. Eine neue gebildet, fertig. So ist das immer abwechselnd. Immer Umschlag. Jetzt rechts verschränkt, 1, eine rechte, 2, eine rechts verschränkt, 3 neue Maschen. Ein Umschlag, die nächste ist wieder fertig. 2 abziehen, heben, eine rechts stricken, die beiden drüber ziehen. Umschlag, rechts verschränkt, damit wir eine Festigkeit bekommen. Deswegen stricke ich die verschränkt. Ihr könnt es auch ausprobieren mit nur rechts. Habe ich noch nicht gemacht. Ich mache das gerne mit den Verschränkten. Eine rechte, eine rechts verschränkt. Ein Umschlag und gucken. Da sind meine Linksmaschen. Bekomme ich noch eine Muschel rein? Ja. Das heißt, ich nehme jetzt 2 ab. Die dritte stricke ich und 2 drüber ziehen. Das heißt, die Muschel ist fertig, habe 2 Maschen weniger. Also davor den Umschlag und unbedingt jetzt auch danach. Jetzt habe ich hier noch eine neue rechte Umschlag. Unbedingt, auch wenn ich jetzt hier 2 gemacht habe, ist wichtig, denn dieser Umschlag ist für die Raglanlinie. Und dieser Umschlag ist für eine neue Muschel. 2 linke, Raglandlinie, Umschlag und gucken, wie passt meine neue Muschel hier rein. Hier kommt eine neue und hier sind nur erst 2. Das heißt, 1, 2. Hier kommt eine verschränkt, da ist noch keine Muschel fertig, die war in der Vorrunde fertig. Kein Umschlag, also eine rechts verschränkte, eine rechte, eine rechts verschränkte und hier auch kein Umschlag machen. Jetzt habe ich noch bis nach vorne 1, 1, da habe ich eine rechts verschränkt, eine rechte, eine rechts verschränkt, doch ein Umschlag, weil hier passt eine Muschel rein. Da sind noch 3 Maschen. Also Umschlag, 1, 2, 3, passt also noch eine Muschel rein. Und jetzt habe ich eine Muschel geschlossen, also auch einen Umschlag machen. Eine und hier vorne wollte ich keine Zunahme machen. Ab der nächsten Reihe mache ich auch hier vorne immer eine dazu, damit mein V-Ausschnitt geschlossen wird. Ich stricke jetzt zurück und ich mache wieder auf Stopp und warte auch wieder heute Abend auf eure Kommentare. Wenn ihr sagt, Bärbel, es sitzt alles drin, jetzt habe ich es verstanden, dann stricke ich bis unterm Arm weiter. Wenn ihr aber sagt, Bärbel, bitte noch einmal mehr, dann komme ich noch einmal mehr. Ich könnte das Ganze auch auf den Tisch und meine Kamera da ganz direkt, vielleicht könnte ich das, das bin ich aber nicht, das möchte ich auch nicht. Ich möchte euch einfach bei meinen Stricken, wie ich stricke, euch mitnehmen. Es kann immer mal sein, dass der eine oder der andere das nicht für gut empfindet. Was soll ich dazu sagen? Es ist zwar echt schade um jeden Einzelnen von euch. Ich habe euch ja alle so, wie ihr seid und die Kommentare.
Aber ich kann mich nicht verbiegen. Ich kann wohl was lernen, wenn ihr mir Vorschläge macht. Aber ich mache meine Videos, weil sie mir Spaß machen, weil ich euch einfach näher, dichter an das Stricken ohne Anleitung ganz einfach dichter, näher mitnehmen möchte. Meine Tipps, die ich in den ganzen Jahren entwickelt habe, weitergeben möchte. Aber ich bin hier kein Profi, was die Technik anbelangt. Das ist einfach nicht meins. Ich versuche es so gut wie es geht, euch immer mitzunehmen. Dann bin ich mal laut, dann bin ich mal leise, dann ist meine Hand davor. Dann sind die Lichtverhältnisse nicht gut. Ich müsste schneiden, ich müsste dies machen, ich müsste das machen. Das bin ich nicht. Und das werde ich auch nicht. Und von daher kann ich nur sagen, ich will da auch jetzt kein zu kurz kommen. Ich bin auch echt bereit, da was zuzulernen. Aber wenn es nicht gefällt und wo es nicht klappt, das tut mir dann echt leid. Und wenn ihr auch schreibt, ich will keine, was machst du für Bilder, für Videos mal im Garten und mal hier und mal da. Ich muss euch nicht gefallen. Ich muss auch nicht jedem gefallen. Ich muss einfach nur mir selber treu bleiben, authentisch bleiben. Und ja, und diese negativen Kommentare, die gehen immer untere Haut. Die tun immer sehr, sehr weh. Mein Herz, ich bin ein Herzmensch. Und dann überlege ich immer, höre ich damit auf? Weil ich muss das ja eigentlich gar nicht. Warum mache ich mir den Stress oder warum mache ich das hier überhaupt? Ja, erster Linie macht mir das Spaß. Und es soll auch weiterhin Spaß machen. Meine Arbeit, mein Stricken an der Freude, euch einfach ein bisschen mitzunehmen. Ein Stück begleiten. Aber wie ich was mache und wie ich was einstelle, das entscheide ich immer noch für mich selber. Tipps immer, immer gerne. Sie müssen für mich aber relevant sein, dass ich da was mitmachen kann. Und sonst, wenn mir ein Fernsehfilm nicht gefällt, dann schalte ich den aus, dann schalte ich um. Und das könnt ihr ja auch tun, ohne einen Kommentar dazulassen. Einfach weg. Passt mir nicht, so mache ich das doch auch. Wenn ich mir ein YouTube-Video angucke, entweder kann ich da was raus lernen oder ich will eine gute Unterhaltung oder. Aber wenn es mir nicht gefällt, dann muss ich nicht meinen Senf dazu geben. Dann muss ich es lassen. Das nochmal am Rande eines Videos. So. Und wenn ich euch nächste Mal mitnehmen will im Garten und in der Sonne oder draußen, dann mache ich das einfach. Und wenn ich Videos machen will von meinem Garten, euch ein Stück von meinem Leben zeigen möchte oder, dann mache ich das einfach. Und wenn ich mal ein bisschen euphorisch bin, so wie bei den Orangenpullover, dann ist das einfach so. Da brauche ich nicht gleich sofort mal ein kotziges Gesicht oder sonst irgendwas. Lasst mich einfach so, wie ich bin. Ich bin schon groß genug und alt genug. Mich kann man sowieso nicht mehr verbiegen. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir kriegen das gemeinsam hin. Das reimt sich. Da sind meine Raglan-Linien. Kann man schön sehen auf links. Da sind ja die beiden rechten. Jetzt lege ich mir das nochmal um den Hals. So, ihr könnt ja auch sagen, wir wollen so, wir wollen so, wir wollen so. Ich mache jetzt so, wie ich jetzt bin, weiter.
heute Abend nicht mehr. Wie gesagt, ich warte mal die Kommentare ab. Wenn ich denn nur noch so sehe, dann stricke ich bis unterm Arm weiter. Ich weiß ja auch noch gar nicht, wie lang ich mein Muschelmuster jetzt machen möchte. Und solange wie ich meinen anderen Pullover, der da liegt, nicht fertig habe, kann dieses auch ruhen. Ich habe ja schon 2, 3 neue Namen gesehen. Meine alten Fans, immer, immer danke, danke und gerne. Ja, aufschreiben, hat Ulrike schon gesagt. So schnell wie ich sprechen kann, kann sie nicht schreiben. Musst du auch nicht, weil es wiederholt sich immer das Gleiche. Immer die Muschel über 3 Maschen, immer die neue Muschel über 3 Maschen und die Raglanlinie ist immer das Gleiche. Bis du deine Länge oder bis ihr eure Länge unterm Arm erreicht habt. Und dann entscheidet sich das auch anhand der Weite, die wir jetzt entwickeln beim Stricken, wie weit jeder Einzelne stricken möchte und muss. Was wollte ich noch sagen? Genau. Habt ihr eine Muschel geschlossen? Denkt an den Umschlag. Ist die Muschel mit einem Masche rechts verschränkt und eine rechte Masche und eine rechts verschränkt, dann macht ihr keinen Umschlag. Sonst entwickeln sich zu viele Maschen. Aber vor der Raglanlinie unbedingt ein Umschlag und danach auch ein. Okay, in diesem Sinne höre ich mal auf. Das war jetzt das zweite Video. 45 Minuten, die ich total gerne mit euch teile. Nicht, dass ihr was Falsches denkt. Ich mache das hier echt gerne für euch. Ja? Und es soll mir weiterhin auch Spaß machen. Also, lasst die blöden Kommentare, geht einfach weiter. Die tun mir nicht gut. Und wenn ich die öfters höre, dann bin ich eines Tages weg. Dann mache ich keine YouTube-Videos mehr. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich weiß, ich habe schon über 1000 und noch was Abonnenten. Da darf auch hier und da Kritik sein. Kritik, positive Kritik. Da kann ich richtig gut mit umgehen und da kann ich was raus lernen. Aber alles andere, zu laut, zu leise und. Forget it. Weg. So, genug gepredigt. Das muss manchmal sein. Dafür bin ich einfach zu herzlich. Ich bin mit Leib und Seele dabei. Und alles, was ich mache, ist mit Leib und Seele. Und nicht nach Rezept und nicht nach Anleitung und nicht strukturiert oder was auch immer. Und bestimmt nicht perfekt. Und das will ich auch nicht, weil das bin ich nicht. Okay, in diesem Sinne, noch einen schönen Samstag. Und wir sehen uns ganz, ganz schnell. Okay, bitte. Eure Bärbel. Tschüss.